Hi, Kids! Nicht? Oh Gott, calm down, Bitch! Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Daylight. Ich bin immer noch Little Confused Brain oder einfach nur Yannick. Und beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben und mussten in diese, sagen wir, Gruft hinuntersteigen. In diese Kanalisation oder wie man die auch immer nennen möchte. Und in dem letzten Part gab es den krassesten Jumpscare überhaupt. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, hier nochmal eine kleine Einblendung. Ja, ich habe mich ein wenig eingeschissen. Gut, Freiheit. Man lernt sie erst zu schätzen, wenn sie einem genommen wurde. Und jetzt, wo ich sie wieder habe, denke ich darüber nach, wie schön doch meine kleine Zelle oben war. Ein paar Stunden ein wenig Gestank und dann hätte ich nur noch zum Festland schwimmen müssen. Aber es klappt nicht. Ich folge der Strömung, aber sie führt nirgendwo hin. Sie fließt in sich selbst. Wie ist das überhaupt möglich? Okay, ich will nicht sagen, aber die Kanalisation macht mir jetzt schon Angst. Sie sagen, sie wird zurückkommen. Sie haben mir gesagt, ich soll auf sie warten. Sie gehört zu ihnen. Wenn ich sie finde, kann ich auch dazu gehören. Sie wird hier nicht durchkommen, selbst wenn ich im Schlamm verstecken und sie persönlich hinunterziehen muss. Okay, die Leute hier sind richtig krass. Es ist leer, wow. Ich habe im Pumpenraum Papier gefunden. 2 Tage sind vergangen, seitdem mich die Krähen auf dem Dock angegriffen und in diese Tunnel getrieben haben. Es war, als würden sie mich absichtlich hierher drängen. Vor lauter Panik bin ich tiefer hineingerannt, als ich dachte, jemand würde mich verfolgen und ehe ich mich versah, habe ich mich ganz verirrt. Oh Gott, ich hoffe, ich finde hier bald raus. Der Krähenmann. Das ist natürlich ein super Spitzname, also wenn ihr mir irgendwann mal einen Spitznamen geben wollt, der Krähenmann ist definitiv eine gute Anrede. Okay, warum steht unten ein... What the fuck? Warum sind wir hier? Hi! Hi, Kids! Nicht? Oh Gott, calm down, Bitch! Please, God. Sie werden dich verschlingen. Oh, fuck. Krass. Okay, hier geht definitiv die krasseste Scheiße überhaupt ab. Übrigens, als kleiner Hinweis, ihr könnt am 6. Mai euch schon mal darauf freuen, denn am 6. Mai kommt Outlast Whistleblower raus. Das DLC zu Outlast und ich glaube, wir alle wissen, dass Outlast ein wundervolles Spiel war. Und, dass ich mich auch dort sehr erschrocken habe. Und dort dann auf jeden Fall reinschauen. Am 6. Mai kommt es raus. Ich hoffe, ich werde am 6. Mai sofort ein Part produzieren können. Ich werde mal sehen. Und hier geht's erstmal weiter. Mitarbeiter Rob Sandoval gewartet. Flackernde Lichter im 2. Stock. Ich habe in den Tunnel nach dem Grund für das Flackern gesucht. Ich gehe davon aus, dass es sich um ein Problem mit der alten Stromleitung handelt. Allerdings konnte ich keine gründliche Inspektion durchführen. Ich bin über die Docks eingestiegen, habe aber die Nacht hauptsächlich damit zugebracht, unter der Einrichtung herumzuirren. Ich habe Steine und Müll zusammengetragen, um ihr zu helfen, wieder zurückzufinden, aber als ich hinaus wollte, befanden sie sich entweder an der anderen, an anderen Stellen oder sind ganz verschwunden. Ich werde später zurückkommen, um den Job zu erledigen. Bin auf dem Weg an die Oberfläche. Well, ich bezweifle, dass du nach oben gefunden hast, aber hoffen darf man ja immer noch. Vielleicht hast du ja Glück, who knows. Boah, wir können gerade die ganze Zeit Signalfackeln aufheben, aber wir haben zu viele sozusagen. Okay, in die Richtung, in die ich gerade gehen wollte, ging es anscheinend nicht. Es fühlt sich komisch an, in ein Tagebuch zu schreiben, aber einer der neuen Ärzte hat es allen Wärtern empfohlen, um mit der hohen Belastung fertig zu werden. Hört sich bescheuert an, aber Mercer dachte, es wäre eine gute Idee. Das Schwerste dabei ist, einen Ort zu finden, wo ich schreiben kann. Ich habe es im Pausenraum versucht, aber die Leute haben sich über mich lustig gemacht. Und zu Hause macht sich meine Familie über mich lustig. Ich dachte also, Mercer würde es nicht stören, wenn ich in die Tunnel steige, um ein bisschen Frieden und Stille zu bekommen. Einige der Leute beschweren sich über den Geruch, aber ich muss zugeben, ich finde es ziemlich friedlich. Es ist schön, ein wenig von den ganzen Schreien wegzukommen. Go away, little fuck! Where are you? Da bist du doch. Du doofe Sau. So, das ist mal ein ganz schön krass großes Siegel. Aber keine Angst, auch das werden wir brechen können. Das verspreche ich euch bei meinem Leben. So, wir sind jetzt erstmal eine ganz schön lange Zeit lang sicher. Was ist das denn hier hinten?
What? Ist das ein zweites Siegel? Das ist ja weird. Ach so, war das da hinten, wo ich gerade war? Vielleicht so ein kleiner, Dings, wo wir unseren Gegenstand gleich hier haben, wenn wir alle Relikte gefunden haben? Das ist natürlich auch möglich. So, ja stimmt. Das eine ist nämlich das Schloss, wo wir hin müssen, und das andere ist dieser... dieser Blob, wo wir immer den Gegenstand herbekommen, damit wir diese Sache ja auflösen können. So, und ich habe immer Angst, hier in so eine Enge zu gehen, aber da können halt manchmal solche Medizinschränke sein, wo halt ein Relikt drin ist. Und da habe ich immer richtig Angst, mich umzudrehen. So viel sei schon mal gesagt. Es war kein Geräusch, keine Angst. Du bildest dir nur etwas ein, Sarah. Oh Gott. Okay, betreff Sicherheitsrisiken auf dem Dock. Wie allgemein bekannt ist, bringen wir alle Vorräte und Insassen über die Docks nach Mid-Island. Als Teil unseres regelmäßigen Rundgangs in dem Gebiet überprüfen wir auch die alten Abwassertunnel. In letzter Zeit stellen wir jedoch fest, dass das Schloss immer wieder aufgebrochen wurde. Damit meine ich nicht, jemand kommt und sperrt es auf. Ich habe darüber bereits mit dem Wartungsteam gesprochen. Ich meine, jemand kommt und prügelt wie verrückt darauf ein. Es gab seit Monaten keinen Fluchtversuch. Ich weiß also nicht, wer dafür verantwortlich ist. Aber die kommen mir besser nicht in die Quere. Okay. Die haben das Siegel dargeboten, hat der gute alte Typi jetzt gerade gesagt. Und unten rechts, die Bedrohung ist gerade ganz schön groß. Also, ich kann schon ein wenig Angst haben. Wo bist du? Wow. Die stand gerade fast in mir. So. Messer? Eine Puppe. Eine Voodoo-Puppe. They never forgave those who persecuted them so. 400 years of rage, Sarah. 400 years of rage. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ich weiß nicht, wann ich einbiegen muss. Ich musste hier einbiegen. Okay. Oh, geschafft. Boah. Okay. Wenn man das Siegel durchbricht, ist das immer die schlimmste Zeit, wenn man dann noch am meisten Angst haben muss, weil die ja hinter einem her sind. Das nenne ich mal einen Tunnel. Je mehr ich mich mit diesem Tagebuch befasse, desto mehr gefällt es mir. Ich habe angefangen, durch die Tunnel zu wandern und bin auf den alten Pumpenraum gestoßen. Ich habe gehört, dass sie das Abwasser auf der Insel hier behandeln wollten. Es zu Trinkwasser oder ähnlichem machen. Schätze, daraus ist wohl nie richtig was geworden. Egal. Des einen Pechs ist des anderen Glück. Jetzt habe ich dieses nette kleine Privatbüro mit einem Schreibtisch, das ich verwenden kann, wenn Mercer es nicht braucht. Es ist fast wie meine persönliche kleine Festung. Klingt gar nicht krank, klingt gar nicht komplett bescheuert oder so, nö. Das scheint noch nicht zu funktionieren. Oh, fuck. Warum können wir denn hier nicht an der Seite mal irgendwas nehmen und die abwerfen mit Kohle oder so? Mercer hat mir gesagt, ich könnte nicht mehr in mein Büro kommen. Er sagte, es gäbe zu viel Arbeit für mich und ich könnte nicht ständig hierher kommen. Ich habe versucht, ihm zu erklären, dass ich diesen Ort brauche, dass er mir dabei hilft, mit dem Stress fertig zu werden. Wieso interessiert es ihn überhaupt? Ich kann nirgendwo sonst schreiben. Das ist der einzige Ort, wo ich die wahren Dinge in meinem Kopf hören kann. Es ist komisch. Hier unten bin ich nie allein. Es ist, als ob meine Mutter bei mir wäre. Aber sie ist vor Jahren gestorben. Hier ist irgendwas und ich kann das nicht aufgeben. Ich glaube, ich gehöre hierher. What the fuck? Das ist mein Selfie. So, hier haben wir noch was. Einer der neuen Wärter ist verschwunden. Wir gehen hier normalerweise nicht hinunter, aber Mercer hat uns aufgetragen, ihn zu finden, bevor er unsere Arbeit erschwert. Ich hoffe, dem Kerl geht es gut. Ich dachte gerade schon, ich könnte meine Füße sehen. Stell dir vor, der ist hier so in so einem Ofen eingesperrt worden und geht halt gerade so hardcore darin drauf, also verbrennt gerade. Alter, wäre das krank. Hallo? Komm da. Wir haben ihn gefunden. Wir alle wussten, er war verärgert darüber, wie ihn einige der anderen Wärter behandelt haben. Aber die Docs haben uns gesagt, sein Tagebuch würde ihm helfen. Ich habe es gelesen und dachte, ich finde vielleicht einen Abschiedsbrief. Aber sein letzter Eintrag ergibt keinen Sinn. Ich habe den Inhalt zur besseren Übersicht hier übertragen und wir werden ihn der Polizei übergeben. Für den Fall, dass es sich um einen Code handelt. 1313 1313 1313 13. Das ist immer wieder die Zahl 13 halt. Nur aufgespalten. Obwohl, da unten ist einmal 13113.
What the fuck? Das sind ja nur eins und dreien. Doc, ich habe getan, was Sie mir gesagt haben. Die Aufzeichnung von Patienten 13. Uh-oh. Wurden zerstört und wir haben alles, was sie jemals getragen, verwendet oder gebastelt hat, im Heizofen in der Kanalisation verbrannt. Woher wussten sie vom alten Heizofen unten in den Tunneln? Da unten scheint seit Jahrzehnten niemand mehr gewesen zu sein. Holy Diver, when it's someday down at the Mitarbeiter Adam Patterson, gewartet, Stromversorgung zur Brücke wiederhergestellt. Nach dem schweren Regenfall vor kurzem haben wir die Brücke fast verloren. Nicht vergessen, wenn der Wasserpegel steigt, muss die Brücke geöffnet werden. Das ist der einzige Weg, um hier herauszukommen. Wenn die Stromzufuhr erneut ausfällt, muss sie wiederhergestellt werden, bevor die Brücke bedient werden kann. Alle Mitarbeiter im Pumpenraum müssen mit diesem Ablauf vertraut gemacht werden. Schließlich soll hier unten niemand festsitzen und die Fähre von der Insel verpassen. Die Fähre von der Insel? Kommen wir hier jetzt bald weg? Oh Gott, das wäre so schön. Das wäre so schön, wenn wir bald hier irgendwann wegkommen. Ich habe richtig Angst, dass ich nach unten falle. Schnell rüber. Wir kommen nach draußen. What? Whoa. Wow. Krass. Das sieht ja mal richtig cool aus. Können uns hier jetzt eigentlich auch noch diese Schatten verfolgen? Höchstwahrscheinlich, ne? Wir sind ja immer noch auf dieser verdammten Insel. Warum leuchtest du? Müssen wir dich anmachen? Hm. Weiß ich nicht. Hier ist auf jeden Fall ein... Oh. Hier hat anscheinend jemand geschlafen. Achso, hier sind Signalfackeln drin. Wir müssen jetzt ja wohl nicht hier eine Signalfackel anmachen, oder? Nee. Oder? Hier rüber. Irgendwie. Ah, guck mal an. Kisten mit Seilen können bewegt werden. Wo ist denn hier eine Kiste mit einem Seil? Ah, da vorne. Aber wie kommen wir da überhaupt erstmal hin? Hier wahrscheinlich rüber, oder? Hey. Ich finde es auch komisch, dass man das benutzen kann, aber wir mussten das noch gar nicht benutzen. Das verwirrt mich. Vielleicht müssen wir es jetzt ja benutzen, aber ich bin gerade einfach zu doof. Können wir das vielleicht mit einer Signalfackel entzünden? Yeah. Wow! Well, okay. That was easy. Das hat einigermaßen gut geklappt. Das war jetzt gerade ein bisschen ein Waste von unserem letzten Leuchtstab. Das gebe ich gerne zu. Aber... Come on. Wir werden schon noch andere finden, keine Angst. So. Okay. Datum, unerklärliche Vorfälle auf Baustelle. Mehrere Beschwerden von Arbeitern, die Dinge gesehen haben wollen. Auf die Frage hin, was sie gesehen hätten, haben einige geantwortet, sie würden Personen aus den Augenwinkeln wahrnehmen. Doch wenn sie sich umdrehen, ist niemand da. Ein allgemeines Gefühl der Furcht und des Beobachtetwerdens scheint alle Arbeiter erfasst zu haben. Die meisten Beschwerden kommen aus der Nachtschicht. Dort haben die Arbeiter sogar angegeben, sie hätten tatsächlich Personen im Konstruktionsbereich gesehen. Okay, das alles hier könnte noch mal ein bisschen schlimmer werden.
Charterboot fängt Feuer. Eine weitere Tragödie erschüttert New Kipling. Diesmal hat das Charterboot Compass Lily während einer Umrundung der Küste von Mid Island Feuer gefangen. Zu dem Zeitpunkt sollen sich 1342 Personen an Bord gefunden haben. Letzten bestätigten Zahlen zufolge haben nur 332 überlebt. Heilige Scheiße, ist das eine krasse Death-Quote. Die Überlebenden wurden sofort in das Mid Island Hospital gebracht und dort erst versorgt. Holy fuck. Charterboot fängt Feuer. Laut offiziellen Berichten wurde der Unfall wahrscheinlich durch ein Problem im Maschinenraum ausgelöst. Außerdem hat man festgestellt, dass alle Sicherheitsprotokolle völlig unzureichend waren und es mehren sich Gerüchte über den geistigen Zustand des Bootenmaschinisten. Der Eigentümer der Compass Lily bekräftigte sein tiefes Mitgefühl für das, was geschehen ist und versicherte, dass von nun an die höchsten Sicherheitsstandards eingehalten werden. Tja, das hätte er immer vorher sichern sollen. Ich meine, jetzt nützt ihm das nicht so viel. Oh. Also mal, brennst du? There's no escaping fate. Seit wann bist du so weird, Sarah? To the edge of the miraculous. Am Rande der Wunderbaren. Oh, fuck no. Oh, fuck no. The exit to the end. Where is it, Sarah? Oh, shit. Okay, hier werden wir jetzt erstmal einen kleinen Cut machen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part. Und wenn es euch wie immer gefallen hat, lasst doch bitte eine positive Bewertung da. Und schreibt doch einen Kommentar, wie ihr es bis jetzt findet, wie ihr es jetzt besonders findet, dass wir jetzt endlich da raus sind. Ich meine, ich finde es ziemlich cool. Wir haben jetzt eine komplette neue Szenerie. Und vielleicht finden wir es ja bald sogar im nächsten Part oder in den nächsten Parts jetzt den Weg zur Fähre und können endlich auch von dieser Mid-Island hier verschwinden. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Der kommt nämlich morgen. Hicks, habe ich gerade Schluck auf. Um 15.30 Uhr. Und wie gesagt, euch noch einen traumhaften Tag. Bis dann, euer Brain. Tüdelü mit